the stage. Ladies and gentlemen, Miss Hanna! Hello? Keep it to you. Hello? Yeah. Wir hatten es ja schon mal gestern mit dem Werwolf-Hunden auf CSS. Ob das überhaupt für Sie interessant war, diesen, sag mal, Trailer zu drehen, weil er sich ja zwischen zwei Filmen an sich befindet bei Grindhouse, der ja bei uns eigentlich, ich sag jetzt, immer noch nicht offiziell erschienen ist und kaum einer kennt ihn. Ob das also für Sie da interessant war und ob Sie auch diese anderen Trailer kennen, die mit Grindhouse zusammenhängen? Ja, ich kenne alle Trailers. Ich war bei der Premiere in Los Angeles dabei. Das war hier in Downtown in einem ganz alten Kino on Broadway. Und da haben die Grindhouse gezeigt. Das Ganze war, glaube ich, 3,5 Stunden oder 4 Stunden. Und ja, leider, als der Film auf DVD rausgekommen ist, hat natürlich Tarantino auf der einen Seite und Robert Rodriguez auf der anderen die zwei Filme, weil jeder das hat ja seinen eigenen Film gehabt, separat rausgebracht und die Trailers, die bei dem Kinofilm dabei waren und eigentlich jeder in Amerika und auch viele, die ihn auch in Europa gesehen haben, haben gesagt, dass die Trailers waren interessanter als die Filme. Aber leider, wo er jetzt wieder auf DVD rausgekommen ist, sind die Trailers natürlich verloren gegangen. Jeder Film ist einzeln. Und aber unter den Trailers die zwei, die am meisten berühmt waren, also am besten angekommen sind, war Werewolf Women of the SS und Machete. Machete hat ja der Robert Rodriguez gemacht und da heißt es schon, dass ein 90-Minuten-Film davon gemacht wird. Und das ist auch in der Planung. Und unser Film, Werewolf Women of the SS, hat ja Rob Zombie gemacht. Und der hat jetzt den zweiten Halloween fertig gemacht, aber ich glaube, nachher wird er sich umsehen, dass er den Film auch als Spielfilm, 90 Minuten Spielfilm machen kann, weil er hat eigentlich 30 Minuten gedreht, als wir gedreht haben. Wir haben in den Bergen nördlich von Kalifornien gedreht und es war wunderschön, also die Berge waren ganz kahl, aber der hat es so fotografiert und den falschen Schnee reingebracht und die Soldaten sind marschiert und die Autos gefahren und es sieht aus wie ein Film von 1944 oder 38 in Deutschland. Wunderschöne Sachen und schon 30 Minuten. Also es wird einen langen Film geben und jeder will es haben in Amerika. Also es fragt sich nur, wann er dazu kommt. Ich denke bald. Da werden wir hier in Deutschland sitzen bleiben und die dann nach Nazi-Symbolen und sonstiges, denke ich mal, mit dem ist ja meistens so, leider. Ja, aber Valkyrie ist sehr gut gelaufen auf der ganzen Welt mit Tom Cruise und ist auch sehr, sehr gut angekommen. Und ich glaube, Zweiter Weltkrieg-Filme sind immer interessant. Und solange sie interessant sind und Leute ins Kino gehen, werden sie gemacht. Ne? Wenn ich kurz einlenken darf, wir haben ja hier so eine Werewolf Woman auf die SS, hat ja so eine brisante Thematik. Ich sag mal, wenn man einen Film hat wie Valkyrie oder der die geschichtliche Thematik aufgreift und das, ich sag mal, korrekt versucht darzustellen. Aber wie sehen Sie das denn? Haben Sie persönlich ein Problem damit, wenn gesagt wird, wir nehmen diese Nazi-Thematik und bauen das in Filme rein zu Unterhaltungszwecken, damit es ein bisschen reißerisch wirkt? Nein, überhaupt nicht. Ich meine, man hat ja viele Filme von den Italienern gebracht und über die Mafia und da regt sich auch kein Mensch auf. Jetzt ist es die russische Mafia, ist ja egal, aber ich meine, nein, ich habe überhaupt kein Problem damit, weil ich denke, das, was Geschichte war, das soll man nicht vergessen und das wird immer wieder gebracht. Das wird ja Ben Hur und Herkules und das auch alles wieder gebracht und ich finde, Film ist Kunst und wenn man eine Geschichte erzählen will,
Und solange die Leute das sehen wollen, dann sollen wir es machen. Ich bin für die Freiheit. I have a question for both actresses. Could you please tell us what kind of movies or what kind of characters you personally like to play? Do you have any favorites? You go first, go ahead. I guess something that's challenging, something that you maybe don't understand at first. That's a struggle to understand something complex. Something that you might, something you might not want to do that's kind of scary, I think is good to go for. It really depends, you know, you look at each movie and character and there's always something interesting about, it's about humanity, there's always something complex there, hopefully. So, yeah. Oh, ich schlafe noch. Also ich spiele am liebsten starke Charaktere und ich glaube, das war auch immer meine Stärke. Ich glaube, es gibt andere Frauen, die romantische Rollen besser spielen wie ich. Und ich habe auch dadurch, glaube ich, sehr, sehr viele, nicht nur Männerfans, aber auch sehr viele Frauen als Fans. Und ich glaube, ich kann sagen 50-50 und das freut mich sehr. Und Frauen kommen immer wieder zu mir. Ich kann mich erinnern, ich habe den Frauenlager-Film gemacht, wo ich die im Gefängnis war und für die Rechte gekämpft habe und wir uns dann losgebrochen haben aus dem Gefängnis. Und da war ich in einem Restaurant, da ist ein junges Mädchen zu mir gekommen, die bedient hat und sie hat gesagt, Sybil Danning, sagt sie, ich habe deinen Film 5-mal gesehen, du warst so stark, du hast so gut gekämpft, ich war gerade dabei, meinen Job zu verlieren und ich habe gesagt, ich mache das wie die Sybil Danning, ich kämpfe darum und sie hat ihren Job nicht verloren. Und wenn ich sowas sehe, dann ist das natürlich, das freut mich sehr, wenn ich ein Modell sein kann für Frauen, dass man auch stark sein kann. Und da gehört alles dazu, auch Entscheidungen treffen, ja, ob ich nackt sein will in einem Magazin oder nicht, das gehört auch dazu. Aber im Grunde spiele ich gerne also Frauen, die die Sache in der Hand hat. Meistens spiele ich eine Königin, eine Terroristin oder eine Führerin, ja, aber das sind meine Rollen, ja. Eine Frage an Frau Danning, Sie spielen ja auch mit dem Bill Moseley zusammen bei Werewolf Women und man hört ja im Trailer, dass der Bill Moseley einen ziemlich deutschen Akzent hat. Haben Sie ihm den so ein bisschen beigebracht oder hat er sich das selber irgendwie angeeignet? Er hat das ganz von selber gemacht, aber da gibt es die eine Szene, wo also die Sherry Moon und ich spielen ja die Group, The Group Sisters, ja, wir sind The Group Sisters. Und da haben wir ihn in den Stuhl und wir gehen um ihn herum mit der Peitsche in der Hand, weil der hat die Mädchen nicht schnell genug reingetrieben, ja. Und da habe ich ihm mal so einen mit der Peitsche gegeben und der ist so zusammengezuckt und nach dem Drehen hat er gesagt, du hast mir wirklich wehgetan. So ich, ja, ich wollte eine Reaktion von dir. Nein, also den Akzent hat er alles selber gemacht, er ist nicht einmal zu mir gekommen. Die Sherry schon, weil sie gesagt hat, sie hat ja auch dieses Lied da gesungen, so ein bisschen alle, Marlene Dietrich, ja. Sie ist zu mir gekommen und da habe ich ihr das ein bisschen gezeigt, wie man das auch mit deutschem Akzent machen kann. So I have a question to you both. How do you prepare for your roles? If you get the script and you see there's some physical elements in the script, do you prepare for the role? Do you say, okay, I have to run a lot in the movie, or I have to act in that style? So how do you prepare? There are a couple different aspects I like to think about. Like you were saying, the physicality of somebody, the way they stand. If you look at people, everyone kind of holds themselves in a certain way, so I think about that. And then also, I don't really have anything specific. I like to read the script, and I just start thinking about the person, and it really helps to walk around and kind of feel different, a different posture or anything. It could be something so simple, and every time it's something different that clicks me into a character.
So I just try a lot of different things, and then I kind of feel it come into my body, and I just all of a sudden make sense. That's not very clear or descriptive, but that's kind of the way it works for me. So, yeah. Also, ich glaube, ich habe als Kind schon eine ganz große Fantasie immer gehabt. Und für mich ist es so, ich suche mir ja die Rollen. Ich lehne auch viele ab. Wenn mir eine Rolle gefällt, ich sage ja, wenn es eine Rolle ist, die mir irgendwie zusagt, aus irgendwelchem Grunde, dann kann ich mich eigentlich sofort reinversetzen. Also, indem ich das lese, ich denke mir dann auch, was, man muss ja auch dann denken, was ist nicht geschrieben. Also man muss dann seine eigene Gedanken dazugeben, wo kommt die her, warum macht sie das, was, das muss man alles im Kopf haben, weil dann kann man den Charakter besser interpretieren. Aber in dem Moment dann, wo ich, also bei mir ist es dann so, eigentlich ist es das, ja, ich zerlege den Charakter und sage mir, sie macht das und das und das aus diesem Grund und kommt wahrscheinlich daher und macht das aus dem Grund. Und dann aber in dem Moment, wo ich im Make-up bin und die Haare gemacht habe und im Kostüm bin, und meistens habe ich ja tolle Kostüme, die liebe ich auch, auf einmal ist für mich die Welt diese Person. Also das ist irgendwie eine Umwandlung des Make-up und dann die Kleider und dann, wenn man auch noch auf dem Set ist, oder es ist sehr schön, wenn man auf Location drehen kann, so wie bei Werewolf Woman of the SS, das war im Gebirge und da war falscher Schnee und alles gelaufen. Man versetzt sich in die Atmosphäre sofort rein mit Make-up, Kostüm, Gedanken und man ist drinnen in diese Welt. Question for Hanna. I'm not really aware of your career, but I wanted to ask you, why are you here? Because you're very young, and usually the actors say, okay, I did this movie as I was young, I have to get money, I have to get some fans, and later they say, oh, I don't want to make only horror movies, I want to make something else. Why are you here? Why are you sharing your time with us? After I did Halloween, somebody called me about doing conventions. I had never thought about it before. It seemed like something interesting. I like to do all kinds of different things. I like to jump on a plane and go somewhere new. Being able to come out to Germany has been really fun. And something that I didn't really, maybe this is bad, terrible, I didn't really think about it ahead of time, but actually going there and being able to talk to people face to face and how kind of gratifying that was for them, and it became very satisfying for me in that way. And it just seemed like such a simple thing to do and made a lot of people really happy. And then also coming out to Germany has been, I feel really lucky to be able to just travel and go and see a new place. I'll be going home and being a cocktail waitress. I just finished working on a play for a year. I like to do a lot of different things and put myself in different positions. And yeah, it's been a really interesting experience. I've been doing it for the past 2 years. Not very much, you know, a couple a year. And yeah, it's been very satisfying a lot of different ways. I've been, you know, meeting all the other actors and being able to just be in a new place for a couple days. Take a break from your normal life, you know. All around it's been a very, very positive experience. And you're going to Berlin from here, right? Yeah. I'm gonna go up there for 4 days and be able to check it out a little bit. So, talking about conventions, what was your weirdest experience with a fan, also to you, Miss Denning? The best experience? No, the weirdest. The weirdest? To think about that. You know what, there's nothing too weird at a convention because your fans are your fans and you have a fantasy too, right? So, hey, what's good for you is good for me. I have to tell you one thing, my greatest experience was the first show I ever did, because that was after I took a pause for 14 years and didn't do anything,
And I thought, oh my God, I'm going to go there. What are my fans going to say? Stay home. You're old. We saw your movies. You know, it was in New Jersey at the Chiller Theater. And I don't know if any of you have ever been there, but it's with Fangoria in America, the biggest show. And it was in October, and it was for Halloween. And I had not done a new movie. I went there with all my old movies as the only movie, and I had so many fans. They came with posters and magazines and pictures and blow-ups and you name it, and t-shirts and everything. And I loved, like Hanna said, talking to them. That was the first show I ever did. Hearing from you, our fans, what you like, what you don't like, what you loved. And for me, the most important thing was, they said, when are you doing your next movie? We want to see another Howling. We want to see another woman in prison movie. And when I heard that you want to see me back up on the screen again, I said, okay, then I have to do it for you and for me too, because I love it. But the day you say, hey, get out of here, you're too old, I won't do it. But as long as you want me, I'll be there. Thank you. And I think it's also nice too, at the level that I'm working at it, people ask me, you know, why doesn't Rob do shows? And I think it's harder, you know, you can't really have any kind of personal interaction with people. And I think it's nice too that I can sit and talk to people and it's not, you know, just one person after the other, or it's, you know, you're not so swamped by people. So it's nice. It works out well. So I think we have room for one more question. We have a busy schedule today. Eine Frage zu Frau Dunning. Sie haben 1975 einen Film zusammen gemacht mit Klaus Kinski und Romy Schneider, Nachtblende. Da habe ich zwei Fragen zu. Haben Sie dann, wie waren Ihre Erfahrungen zusammen mit Klaus Kinski und fanden Sie es hinterher sehr befremdlich, dass alle Ihre Szenen rausgeschnitten wurden, in denen Sie mitgespielt haben? Das hat eigentlich nicht geklappt, der Film, weil die Romy wollte mich nicht. Ich bin nach Paris und ja, ich war mit dem Klaus befreundet und sie hat das letzte Sagen gehabt und der Regisseur wollte mich, sie wollte mich nicht, war ich draußen. Ich habe dann den Klaus beim Drehen besucht und habe sie kennengelernt und als Österreicherin, ich bin auch aus Österreich, wir haben uns da kennengelernt und dann war sie eigentlich die netteste Person. Ich hätte sie vorher kennenlernen sollen. Wir sind dann zum Essen gegangen und haben uns sehr gut verstanden. Aber ich habe einen anderen Film mit Klaus Kinski gemacht, der leider hier in Deutschland ist er nicht lange gelaufen, weil es gab Anschläge damals, ja, das war die Entebbe-Geschichte. Und also die Israelis sind zu mir gekommen und haben gesagt, Sybil, wir möchten den Film machen, du spielst die deutsche Terroristin, die Gabriele Tiedemann, ja, von der Bader-Meinhof-Gruppe. Und wen können wir nehmen als Rolf, wie hat er geheißen, nicht Rolf Thiele, Gabriele Tiedemann und Wilfried Böse. Wilfried Böse. Und da bin ich gegangen zum deutschen Verleiher, habe das Geld zusammengestellt, alles Verleih, alles zusammengestellt. Dann haben wir den Film gemacht und Klaus und ich haben die Terroristen gespielt. Und wir sind auch in Amerika nominiert worden als besten ausländischen Film. Und da bin ich sehr stolz drauf, weil das war meine erste Rolle, die ich gespielt habe, die nicht sexy war, nicht hübsch, weil die Tiedemann war ja bekannt, die war nicht attraktiv und war auch sehr sadistisch. Und das war für mich ein Challenge, wie Hanna auch gesagt hat, das war wirklich ein Challenge, weil sie hat ja gelebt und ist dann von den Israelis erschossen worden bei der Übernahme in Entebbe. Und diesen Charakter richtig zu spielen, also wenn man den überspielt, dann ist man eine Karikatur und wenn man es unterspielt, ist es dann langweilig. Also das Richtige zu finden und das haben wir und auf den Film bin ich sehr stolz. Und jetzt ist ja gerade wieder die Bader-Meinhof-Geschichte gemacht worden von Bernd Eichinger. The Bader-Meinhof-Complex. Auch ein sehr guter Film. So, if you take a quick look to your right side, there's CJ, he wants on stage. So I have to say, I'm very sorry. Thank you very much. Meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, die wunderbare Frau Sybil Dunning.
And the gorgeous Miss Hanna Hall. Thank you very much. Vielen lieben Dank. Danke fürs Kommen. Bis zum nächsten Mal. Your German is very good. So.